Aber schieben. Schieb ihn. Nee. Dann halt mit dem Magnetmodul. Komm mit. Stell mal ab, das Ding. Genau. Ich will unbedingt mal die Kartbahn nutzen. So, und einmal anschieben. Es funktioniert. Es funktioniert. Komm schon. Komm schon. Schieb. Oh, es funktioniert. Es funktioniert. Es rollt zwar noch langsam, aber davon gleich richtig ab. Hoffentlich. Oh je, wo das wohl hinführen mag. Hi, Krog. Magst du mein Kart? Kriegst du nicht, ist meins. Hihi. Oh, hier geht's wieder bergauf. Mein Kart, kannst du mal nachhelfen? Dankeschön. Sollte reichen, wa? Noch nicht. Ach, das ist nicht mehr die richtige Bahnstrecke. Ach, na herrlich. Wo ist denn die richtige Bahnstrecke? Da unten ist eine. Ach, da unten ist eine. Hm. Na dann fahre ich halt die entlang. Wow, fährt ja automatisch los. Okay, jetzt packe ich da mal eine Bombe rein. Ah, so funktionieren die. Aha. Ja, das ist wesentlich praktischer. Das ist nun wirklich praktisch. Das ist ja mal. Das ist super. Meine. Und da hinten ist ein Schrein. Auf in die Krabbe. Ich brauch's Krabbe-Pizza. Kriegst du die Pizza für dich und mich? Shoraha-Schrein. Schön versteckt. Gefällt mir. Ein sehr, sehr schöner Schrein. Der gefällt mir auf jeden Fall. Und dann, wenn wir den durchhaben, sollten wir eigentlich alles geschafft haben, was hier im großen Gebiet so zu tun gibt. Ah, gar nicht mal so uncool. Gar nicht mal so uncool. Ich werde ein bisschen was rausschneiden dürfen. Das freut mich auch. Habe ich was zu tun? Blaues Feuer. Bitte nein. Wie schnell fällt das runter? Sehr schnell. Kann ich drunter herlaufen? Ja. Oh, die Crap, wie gigantisch ist denn dieser Raum bitte? Ach nein, ich muss das blaue Feuer bis hier in die Mitte tragen. Ja, das wird ja herrlich. Was hier denn? Magnete. Also verschiebbare Metallblöcke. Ach, die man auch drauf kann. Gar nicht so dumm. Stehen wir ein bisschen weiter da. Schieb den da drunter auch noch ein bisschen weiter. So, dann, dass er drauf springen kann, aber auch den anderen verschieben kann. Damit ich an die Kiste rankomme. Ich möchte die Kiste haben. Reicht das? Könnte reichen. Von hier und dann drüber. Ja, passt. Und bekommen. Ein Königsbogen. Der König von Hyrule belohnte die besten Bogenschützen unter seinen Rittern mit diesem Bogen. Nicht nur prachtvoll. Was? Prachtvoll. Nicht prachtvoll. Prachtvoll gestaltet, sondern auch überaus mächtig. Dafür haben wir keinen Platz in der Tasche. Dafür machen wir Platz, indem wir einen Bogen wegwerfen. Schauen wir vorher, haben wir Bild davon gemacht? Nein. Ja. Haben wir. Ein Königsbogen zum Mitnehmen im Sparmenü. Dankeschön. Wie sieht denn der aus? Moment. Ja, hat was.
Sieht sehr, sehr stilvoll aus. Komme ich auch von hier rüber? Hm. Ja, Tatsache. Eine Fackel. Die Waffentasche ist voll. Dafür schmeiße ich den Eisstab weg, weil ich habe gemerkt, okay, ist doof. Ach, Fackel, kein Bild. Jetzt habe ich ein Bild. Waffen sammeln. Gut, Eisstab. Doofes Ding. Habe ich ein Bild davon? Ich denke mal. Ja. Hallo, Fackel. Hallo, blaues Feuer. Was ich momentan nicht verwenden kann, weil ich erst die Dinger verschieben muss. Ja. Sehr viel Magnete, sehr viel Zeug. So, damit müsste die Tür aufgehen oder der Weg zur Seite frei. Die Tür geht auf, okay. Sehr schön. Da oben ist ein Schalter, mit dem ich momentan nichts machen kann, okay. Hier gibt es Wasser, was das Ding ausmachen könnte, wenn es getroffen werden würde. Kann ich verhindern, okay. Den ersten und den zweiten an den kommt vorbei. Am dritten muss ich verhindern mit dem Stase-Modul. Das heißt. Laufen. Und durch. Boah, ganz knapp. Aber die Fackel ist an. Und da drüben fährt ein Gerät rüber. Was ich auch anzünden muss, aber dann mit Pfeil und Bogen. Mit einem normalen Pfeil. Wovon ich keinen habe. Ich hoffe, es funktioniert. Ich denke mal eher nicht. Ich brauche Pfeile. Ich brauche Pfeile. Was ist denn da hinten so schönes? Eine Metallkugel. Tja, das ist nicht gut. Ich besorge mir mal am besten Pfeile. Ich kann mich ja jederzeit teleportieren. Oh je. Goronia. Ihr habt da was, was ich brauche. Pfeile. Hurra. Oh Mann. Ah, sehr schön, wir noch zwischengespeichert. Gut, Bogen. Später Bogen. Holzpfeile. Gut. Ich bin extra nach Atheno gefahren, um Holzpfeile zu holen. Weil aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben die Geroden keinen Sinn für Pfeile. Normale Pfeile. Sie haben Eispfeile, sie haben Feuerpfeile, aber keine normalen Holzpfeile. Kann ich verstehen, wozu auch. Die würden wahrscheinlich in dem Gebiet da komplett einfach wegbrennen. Zu heiß. Zu heiß für die Guten. Aber. In der Gegend um Atheno. Beziehungsweise, nördlich von Atheno irgendwo. Habe ich auch noch einen Schrein übersehen gehabt. Den ich mir holen könnte. Oh, das war zu klar. Nein, danke. Das will ich nicht. Tschüss. War klar, dass das Ding runterkommt. Das haben wir ja schon gesehen. So, hier ist das Feuer. Das werde ich wahrscheinlich benötigen. Gut, dankeschön. Zwei Nanorechter. Hm. Drei, vier Nanorechter. Nicht nett. Ist die Kugel noch da irgendwo? Nee, schade. Gibt es hier irgendwas, das ich mitnehmen kann? Du bist tot. Machen die jetzt da alle? Wie sie alle versammeln, um sich gegenseitig abzuschlachten. Beziehungsweise zu saugen oder so. Komm schon. Fahrstuhl, komm bitte her. Brauche das Feuer. Dankeschön. Oh, viele schöne Kisten haben sie hier. Hm, gefällt mir. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr praktisch. Schraube, Feder, Schrauben, Feder, Schraube. Auf geht die Tür. Oh, das ist
Was soll ich denn hier machen? Hier habe ich Feuer. Da habe ich ein Stasenmodul. Für das eine. Damit ich hier einmal kurz anmachen kann. Oder mal hier anmachen kann. Das sind Wasserdinger, ne? Wenn ich eine hätte angemacht, dann wäre automatisch das andere. Na, wäre auf automatisch das andere dann ausgegangen. Weil das Wasser hätte sich aktiviert. Antiker Riesenkern. Halleluja. Sehr, sehr schick. Große Sachen. Und ein Feuergroßschwert. In den alten. Was? In der alten Zeit hat ein Gronschmied diese magische Waffe im Feuer des Todesberges gestellt. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer speit. In deiner Tasche ist kein Platz dafür. Ich brauche ein bisschen Platz in meiner Tasche für das Ding. Das mag ich haben. Tschüss. Hihi. Und dann noch einmal, bevor wir gehen, machen wir ein Foto vom Knochenbock. Stopp. Hallo. Sieht zwar total schäbig aus, aber ist eine gute Waffe an sich. Und natürlich, wenn ich mal dabei bin. Ich mache mal von allen, was ich momentan neu bekommen habe, irgendwo Bilder. Weil ich habe nicht von jedem Zeug ein Bild. Kann einen kleinen Moment dauern. Erzbohrer, Bergspalter. Ritter Zweihänder. Feuer Großschwert. Einfach gleich zu sehen, das Großschwert zu einem Kleinschwert hier. Ein Ritterschwert, auch nicht schlecht. Na komm, Feuerschwert. Da war's, doch, da war's, da war's. Komm. Hab dich. Eine schöne Sammlung an Schwertern haben wir hier. Was Ding, die alle so mittragen kann, ist unfassbar. Der Typ ist ein Meister im Schwertkampf. Da kann sich jemand anders mal ein Beispiel rannehmen. Hm? Drei Schwerterstil. Ja. Aber Zorro kann schon. Zorro kann schon. So, Feuer. Oh. Ich sehe schon. Na, verfehlt. Mist. Tata. Tata. Ah, da fliegt irgendwas hoch und runter. Und ich bin nicht ich momentan gewesen. Ah, ich sehe schon. Jetzt auf einem von den landen. Damit ich hier einmal das Licht anmachen kann, da vorne. Sehr schön. Boah, man braucht auch wirklich viele Pfeile für das Ding. Ist ja. Ist auch nicht gerade schön, so viele Pfeile zu verbraten dafür. Sehr schön, dass das Ding ist an. Gut, da ist auch ein Eingang. Da haben wir eine Kiste. Eine Metallkiste, die ich mir einfach rüberziehen kann. Wenn ich rankäme. Sehr schön. Einmal ran. Hallo Kiste. Was ist dein Inhalt? Ein silberner Rubin. Das geht natürlich vollends klar. Stasenmodul. Magnetmodul. Super. Das Ganze da drüben. Dankeschön. Und einmal rüber da. Ah ja. Gegner gesehen. 100 Leben. Oh, das ist aber... Dann keine Nanowächter mehr, wenn die so viel haben. Nanowächter 2.0. Ja, okay. Ah, kacke. Die haben schon ein bisschen mehr Leben, muss man mal sagen, ja. Ich treffe die auch nicht von hier. Na gut. Dann hat die gute alte Magnetmodul in... Hallo, Kiste. Wow, das ist aber... Ein bisschen böse versteckt die Kiste. Das muss man mal zugeben. Die ist echt ein bisschen außerhalb des Blickwinkels. Ein Waldschwert. Ein von den Krog hergestelltes Schwert. Oh. Da es aus Holz ist, dient es in erster Linie zur Verteidigung.
Außerdem lassen sich damit Ranken und Wurzeln oder Wurzeln aus dem Weg räumen. Eine interessante Waffe sieht man nicht allzu oft. Ich habe das eine Feuerschwert schon zu häufig verwendet, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, Erzdingen. Oh. Ja, das auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Interessantes Ding. Sieht schick aus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Link hoch. Hoch, hoch, hoch. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Was macht das jetzt so besonders? Hm, sehr komisch. Was macht das jetzt so besonders? Naja. Nano-Wächter 2.0. Das wird interessant zu besiegen. Ach ja. Oh. Ich sehe schon. Oh, hallo. Guck mal, du brennst. Oh. Ich sehe schon genau, was ich machen soll eigentlich. Ich soll die Fackel nehmen, um die dann anzufackeln, die Typen. Weil die ja so schön auf dem Ding jetzt draufstehen. Nach dem brennbaren Zeug hier. Guck mal. Aber hier ein paar tolle Sachen bei auch, die ich auch gerne haben möchte. Vor allem haben die eine Menge Waffen bei. Hey, da vorne ist eine Kiste. So, ungeschützt. Hm. Fotomodul von einer Wächterschwert haben wir schon. Wächteraxt und einer Wächterlanze. Die mehr Schaden macht als die Fackel. So, wollen wir hier noch gleich. Also wenn hier nichts passiert, dann bin ich aber auch ein bisschen überfragt. Ja, ihr seid witzig. Okay. Das ist gemein. Ein Eispfeil. Hm. Eine Kiste mit einem Eispfeil. Okay. Ich sehe auch, was ich hier wieder machen muss. Das könnte interessant werden. Fackel. Dann laufen wir einmal kurz an den Dingern hier vorbei. Die Fackel nehme ich gleich nicht mit. Ich werde mir irgendwas nehmen von den drei Dingern hier. Zünd die einmal an. Lauf ein Stück. Schöne Wächteraxt. Schönes Wächterschwert. Hm, ich glaube, ich nehme das Schwert mit. Okay, einmal in die Mitte. Ja, dachte ich mir. Wenn eins davon angeht, dann gehen alle an. Link, anzünden. Verdammt! Nein. Na komm schon. Jawohl. Mit einer Wirbelattacke, da funktioniert's doch immer. Immer, immer, immer. Ich hoffe, ihr habt auch alle Dinge jetzt dabei. Alle Truhen bekommen. Aber schöner Dungeon. Schönes Spiel mit Wasser. Und Feuer. Blauem Feuer. Und Fackel. Auf Wiedersehen. Wie viel hat das jetzt? 20. Rechtax hat noch mehr. Die hat 30, glaube ich. Und du hast nur 10. Ja, ich nehme das Schwert mit. Die halten nicht so viel aus, aber sehen schick aus. Muss man mal sagen. Die sehen echt nicht schlecht aus. Und gut zu wissen, dass Wächter Probleme haben mit Feuer. Die bleiben einfach drauf stehen und können sich nicht wehren dagegen. Tja, blöde kleine Roboter. Blöde kleine Roboter. Aber bevor wir rausgehen, einmal rumschauen, ob da noch was ist, was sein könnte. Aber nein, anscheinend nicht. Gut. Dann raus hier. Gut, dann mal auf die Karte schauen. Haben wir den abgeschlossen komplett? Ja, yep, alles abgeschlossen. Sehr schön. Dann auch alle Truhen. Ja, und das sowieso. Gut.
Gut, gut, gut. Würde ich sagen, mache ich noch den einen Schrein, den ich nicht mitgenommen habe. Der war hier. Beim Platz von Ranel mit der Erinnerung hier vorne. Hinter einem Wasserfall versteckt. Der Daonae-Schrein. Aber damit sollten wir auch das Rohngebiet soweit abgeschlossen haben. Keine Quests, keine Schreine, die offensichtlich irgendwo rumstehen. Keine Hinweise auf Schreine. Ja. Klingt nicht schlecht. Hihi. Klingt gar nicht so schlecht. Das heißt, wir machen uns im nächsten Part dann wahrscheinlich auf in ein neues Gebiet. Ist die Frage, gehe ich direkt Schloss von Hyrule vorbei? Oder in den Wald dann? Oder gehe ich nach Süden? Richtung Faron? Beziehungsweise, ob ich mir noch die Eldra-Schuppe holen werde, ist auch noch eine Sache. Mal schauen. Was haben wir denn hier jetzt für einen Dungeon? Für einen Schrein? 3 Kisten! 3 Kisten musst du haben und dann kommst du hier raus. Ich höre auf jeden Fall was am Rollen. Beziehungsweise hochfahren, runterfahren. Okay. Gigantischer Schalter. Und Link, der einfach meint, hey, ich mach mal kurz das Ding hier an, okay. Da ist auf jeden Fall eine Kiste drauf. Hallo, Kiste. Metallkiste. Muss ich merken, die sind schwerer als normale Holzkisten. Mit einem Bernstein. Okay. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte einmal ins Magnetmodul. Ja, da hinten ist auch noch eine Kiste. Au. Nicht nett. Unter Wasser ist nur eine. Mal checken, was drin ist. Ein Opal. Sehr schön. Auch da vorne drauf. Ah. Hat noch nicht gereicht. Aber theoretisch könnte es sogar reichen. Wenn ich das Ding komplett nach oben scheiße. Haue, meine ich. Loslasse. Aufs Stasemodul wechsle. Sage Stopp. Nicht ganz. Schade. Na, hätte reichen können, theoretisch. Na gut. Nur noch die dritte Kiste von oben. Die dritte Kiste von da oben. Wie komme ich da ran? Auch einfach so. Gut. Ein Sora-Schwert mit +6 Angriff. Nett. Kein Platz in der Tasche. Doch habe ich. Habe ich. Warum denn auch nicht, ne? Tschüss, Wächterschwert. War schön mit dir. Die kurze Zeit. Die 2-3 Minuten jetzt gerade. Sora-Schwerter sind cool. Sehen gut aus. Machen gar nicht mal so wenig aus. Da hätte irgendwas versteckt vielleicht? Die verstecken ja gerne irgendwas drin. Nee, anscheinend nicht. Mal hier drauf. Müssen wir hier hoch. Warten, bis das Ding wieder hochfährt. Link fällt sich gerade hier drin irgendwo merkwürdig. Er springt nicht genau so, wie er eigentlich sollte. Naja. Hier hoch und zum Ausgang. Feine Sache. Das war easy. Schick 6. Gut, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle einen Cut. Bis dahin, wenn ich mal Eldra finde. Und schau mal, ob ich eine Schuppe bekommen kann. Das könnte ein bisschen dauern, eventuell. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.